Ja, willkommen zurück hier bei Tomb Raider Nummer 2. Ja, beim letzten Mal sind wir hier im Hort des Drachen angekommen und ich denke, also es ist sehr wahrscheinlich, dass wir das Spiel jetzt beenden werden. Hier wird es jetzt noch einiges an Eskalation geben. Wahrscheinlich kommen jetzt auch wieder 10.000 von diesen Typen. Ja, so kennen wir das ja schon. Wunderbar. Wer ist der Nächste? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? No game audio. There is game audio. Stop trolling. So, sage ich ja. Da ist game audio. So. I'm so funny, right? Give me a second. Machen wir mal. So. Gut. Machen wir das mal. So. I'm so funny, right? Ha. 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 So, ja, ich bin heute richtig zum Scherzen aufgelegt, hör mal. So. Okay, ist da offen? Was mit ihm? Passiert nichts, okay. Ist das auf Zeit? Oder ist hier gar nicht offen? Hier ist gar nicht offen. Was eine Frechheit. Okay, ich gehe mal hier lang. Das ist jetzt zu. Was soll das mal jemand verstehen? Ah, hier ist noch ein Schalter, toll. Ja, jetzt wird der natürlich wach. Ich hab's mir schon gedacht. Ach, beide. Ja, warum auch nicht, ne? You're so funny, I know. I know. I'm Jay Leno. So. Gut, nachdem ich meine Fackel jetzt, oh, hallo. Erfolgreich losgeworden bin. Warten Sie, junger Mann. Wohin gehen Sie? Junger Mann. Was soll dies? Er hat was dabei. Das brauche ich. Aha. Junger Mann, was soll das? Ach, hier sind mehrere. Toll. Stirb. Wunderbar. Where did you do 1 minute and 50 seconds or something? I did 60 seconds. Aha. And not 10 seconds. I don't know. I just put some numbers on the pad, so I just pressed like 2 times on the same button and it was like randomly the 6. So it was 66 seconds. Mann! Wie viele sind hier denn bitte? If you done 52 minutes or something, I would have just left at this point. Yeah, so behave yourself and then this will not happen. But maybe next time I'm just pressing like 20 times on the 9 or something. Because
because you know the 9 is my favorite number. Wir brauchen irgendwas. Haben wir sowas? Wir haben sowas. Wow, wusste ich gar nicht. Ach nö. Ach nö. Hallo, junger Mann. Oh, hiervon gab es lustige Parodien. Jemand hatte mal so einen Fan-Account und da hat der Lara einfach die ganze Zeit so auf Snapchat gepackt. Und dann gab es so Bilder, wo sie da drauf so zu sehen war. Und dann meinte sie, oh, ich habe einen crazy Mann verfolgt und er denkt, er wäre ein Drache. Und dann verwandelt er sich in, naja, verwandelt er sich in einen Drachen, oh nein. Und dann macht sie so ein erschrockenes Gesicht und sagt, oh no. Er ist ein Drache, wie konnte dies nur passieren? Ah ja, die guten alten Zeiten. Aber einfach, weil ich gerne so viel haben möchte, wie ich kann, gehe ich hier rein. Und wir schauen einfach mal, was es hier so gibt. Ja, mein Geiz, war dieses Mal gar nicht geizig und wir haben trotzdem so viel. Ein Drache ohne Flügel, alles klar. Ja, tut mir leid, er ist unterentwickelt. Der Arme. Oh, lass dich im Endkampf 5-mal von Feueratem des Drachen treffen. Wir haben uns 5-mal treffen lassen. Ach ja, weil wir im Wasser sind. Toll. Ja, Drache, da hast du Pech, ne? Da hast du Pech. Ah, ist eines meiner Lieblingsmemes, sage ich ehrlich. Wie die Alte erstmal sagt, Pizza Pepperoni. Und dann, da hast du Pech. Ich werde auch, glaube ich, nie so den Zusammenhang davon verstehen. Dafür bin ich nicht klug genug. Das ist auf so einer intellektuellen Ebene. Die werde ich niemals erreichen. Aber ich hätte jetzt gerne Pizza Pepperoni. Oh no, wir brennen. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, hier rauszukommen, wegen diesem Kackdrachen. Oh nein, wir brennen schon wieder. Oh. Na, jetzt brauchen wir jemand Großes. You still have the orange tea? Yes, I do. But I have some lime water here too, so... So, wo ist das Miststück von Drache jetzt? Ach, da. Zünd dich doch mal selber an. Genau, das machst du schon genau an der richtigen Position. Miststück. So. Stirb. Müssen wir da nicht irgendwas machen? Gut. Damit hat sich das dann auch erledigt. Ach, die Bude stürzt ein. Ja, warum nicht? Ich nehme mal kurz andere Waffen in die Hand. Ja, nee, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Obwohl, ich glaube, die Uzis sind etwas besser. Die haben mehr Wumms. Aber wir hatten noch ordentlich Munition. Wow. Und dieses Mal war ich gar nicht geizig, oder? Und guck mal, wie viel wir haben, obwohl ich nicht geizig war. Sonst war ich immer geizig. Wie viel hatte ich denn dann? Das Fünffache oder so. Ich stelle auf laut. Wir schauen, wie es weitergeht. Schließe das Kapitel der Tempel des Xian ab. Und hier gab es keine Secrets. Schade. Thank you.
Ja, Lara, hast du toll gemacht. Die mit der Maske sind zurück. Wuhu! So, wo sind wir hier? Wie heißt der Level? Der Level heißt Zuhause. Wunderbar. Ja, man denkt, es ist schon vorbei. Ihr habt euch geirrt. Es ist nicht vorbei. So, Waffenkammerschlüssel. Let's go. Da sind irgendwelche Idioten. Die wollen bei uns einbrechen, aber nicht mit uns. Das wird direkt hier einmal richtig knallen, meine Freunde. Wiedersehen. Mit Baseballschlägern. Ist das euer Ernst? Wer kommt denn zu sowas mit Baseballschlägern? Man weiß, die TUS ist gefährlich as fuck. Die ballert alles über den Haufen, was sich bewegt. Die ist komplett irre. Die sperrt ihren Butler in der Eiskammer ein. Und dann kommt ihr mit Baseballschlägern? Der Opa ist in der Kühlkammer in Sicherheit. Ja, so ist es. Eben, wie ich es gerade gesagt habe. Die Alte ist komplett irre. Und die kommen mit Baseballschlägern. Das ist das Dämlichste, was ich seit langem gesehen habe. Also, da wurde echt keine gute Recherche betrieben. So, wir sind ganz unten und wir haben 760 Mal gespeichert. Ich lieb's. Waren es 760 Mal? Nein. Doch. Krass. Ja gut, warum nicht, ne? Na, immerhin einer mit einer vernünftigen Waffe. Na, halbwegs zumindest. Denn dann nehmen wir hier alles mit. Die haben alle nichts für uns. Leider den Rekord nicht geknackt. Nicht? Oh nein. Oh hier, guckt euch Laras Badewanne an, Mensch. 10 von 10 kann ich dazu nur sagen. Ich wünschte, ich hätte auch so eine. Ah, ein Hund. Schön. Gut, der ist jetzt auch nicht mehr da. Aber immerhin können wir jetzt Laras Balkon angucken. Wie schön. So, reicht jetzt auch, junger Mann. Aber es ist hier viel cooler nachts mit so Lampen. Die waren vorher nicht da. Es ist einfach komplett schwarz draußen. Wie geil. Und wir sehen einfach den Himmel. Es ist schon deutlich cooler, muss man auf jeden Fall sagen. Im Original war es einfach nur komplett schwarz. Ich erinnere mich. Und ihr Bett auch einfach. Ich lieb's. So. Mehr als 823 Speicherstände wohl in Tomb Raider 3 hoffentlich. Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe das auch. Aber hier ist heller. Verrückt. Aber ja, die Typen müssen richtige Idioten gewesen sein. Die denken einfach, die kommen hier zu Lara mit Baseballschlägern und so Minipistolen, ja. Damit wird sie euch bestimmt den Dolch geben. Da muss man ja komplett hängen geblieben sein. Aber wir genießen das nochmal so richtig, hier nochmal so durchzulaufen. Uns einmal alles anzugucken. Guckt mal, da hinten ist die City, in der Lara immer shoppen geht. Ich hole mir mal das Mikro so ein bisschen näher hierher. So. Ja, 1A. Einfach super. Jetzt ist mir das ein bisschen zu hoch. So, auf den Dachboden gehen wir jetzt mal nicht. Ich glaube, da ist nicht so viel Spannendes. So, wo sind die Idioten? Seid ihr in der Kühlkammer? Das müssen wir nachschauen. Aber das wäre schon lustig, also es wäre schon wirklich, wirklich funny, wenn hier jetzt Winston wäre. Das wäre unglaublich witzig.
Ich weiß nicht, welchen ich besser finde, muss ich sagen. Aber so ist schon ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr Mut. Ach ja. Es ist schon schön. Gefällt mir gut. Wir genießen das. Wir laufen jetzt nochmal ein letztes Mal durch, weil guck mal, wie cool das eigentlich ist. Man sieht so den Sternenhimmel. Gut, jetzt sieht man nichts, aber man sieht einfach den Sternenhimmel. Das ist schon cool gemacht. Ich höre jemanden. Komm her, du Keck. Sollen wir Musik anmachen? Ach, hier ist jemand. Oh, hallo. Wir machen die Freakshow komplett. Komm, let's go. Das muss sein. Wiedersehen. Und wer sind Sie? So. Die droppen sogar noch Sachen. Ja, man kann sagen, was man will. Es ist schon deutlich cooler. Hier mit den Lampen und den Pflanzen. Böser Hund. Auch das hier, dass jetzt einfach das Ding leuchtet. Das haben die schon verdammt cool gemacht. Das muss man sagen. Ach, der Himmel, ich lieb's. Also ich muss sagen, der Tomb Raider Remake ist wirklich 10 von 10. Lassen Sie das mal, junger Mann. Oh, hallo. Ah, der letzte. So, reicht doch auch jetzt, junger Mann. Reicht doch jetzt. Bist du noch da? Gut, jetzt nicht mehr. Wir sind am Ende. Ist die Musik laut? Ich höre mal ganz kurz ins Dashboard rein. Moment. Ich höre einmal kurz rein, damit ich weiß, ob ich es leiser machen muss oder nicht. So. Ich glaube, es geht, oder? Na, ein bisschen leiser kann ich ja machen. Moment. So, ich mach mal ein bisschen leiser. So. Ja, was soll ich sagen? Ich muss sagen, das Spiel ist eine 10 von 10. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich war nur einmal ein bisschen verwirrt. Aber congrats, thank you. Ja, was soll ich sagen? Also wirklich mega gut. Ich habe mich mega gefreut, auch dass jetzt mir das mit dem F1 gezeigt wurde. Da freue ich mich auch nochmal deutlich, deutlich mehr. Also falls ihr zwischen der alten Version und der neuen hin und her wechseln wollt, drückt F1. Ja, tolles Spiel. Würde ich 10 von 10 weiterempfehlen. Ich bin echt schock. Und ja, ich kann mich auf YouTube echt nur fürs Zuschauen bedanken. Es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich kann es jedem empfehlen, euch die Remakes zu kaufen, wenn ihr die alten Spiele gespielt habt. Und auch wenn nicht, dann solltet ihr das trotzdem spielen. Und ja, was soll ich sagen? Super Stimmung, super Spiel. Alles eine 1+. Gerade bei Tomb Raider 2, was sowieso für immer mein Lieblingsspiel bleiben wird von Tomb Raider. Deswegen, das war klar, dass das gut wird. Und ja, ich drücke hier nochmal auf den Knopf. Wir schauen uns die Abschlussstatistik an. 13 Stunden, ganz genau. Ist doch cool. 40 von 48 gefundene Geheimnisse. Oh, wir haben die meisten. Uns haben nur 8 gefehlt. Was? Das kann ich selber gar nicht glauben. Fundstücke 508 und 585. Okay. Kills 451. Das passt. Munition verbraucht. Naja, habe ich ganz gut getroffen. Medipacks benutzt 55. Okay. Wir gucken mal. Kommt noch was? Nö. Ja, wir werden uns demnächst sehen in diesem Spiel. Ich weiß noch nicht wann. Übrigens, wir können das hier auch umschalten. Ich finde, Lara hält im Original die Knarre ein bisschen cooler. Ach, good old times. Ich sag's euch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch auch gefallen. Und wir werden uns dann hoffentlich demnächst
Wiedersehen. Bis dahin, tschüss.